Moin, herzlich willkommen, liebe Wargaming-Freunde bei JD's Wargaming World. Schöne Adventszeit wünsche ich euch und ja, nach einer Woche Pause, wo ich einfach nicht fertig geworden bin mit dieser Masse an Figuren, wie ihr hier schön seht, und dann das Update nicht würdig empfand, melde ich mich zurück mit einem Paint-Vlog und zwar mit Barbaren des Chaos. Ja, eine ganze Horde im wahrsten Sinne des Wortes. Horde sind ja immer 10 breit, was insbesondere bei den 25er Basen, wo ja die Chaoskrieger drauf stehen, echt imposant wirkt. 40 Stück haben wir hier, volles Kommando natürlich, bei so einer großen Einheit lohnt sich das auf jeden Fall. Zweihänder, sie haben auch die meisten Figuren, so ein paar haben Einhänder, aber die sind auch eher groß oder Speere. Aber das ist okay, das ist so eine Mischung, das sind ja die Barbaren von Frostgrave Miniatures. Oder Frostgrave heißt Spiel und irgendwie anders. Northstar, irgendwas Manager heißt, glaube ich, der Hersteller. Die Barbaren haben sich jedenfalls super geeignet für Chaos-Truppen und entsprechend habe ich die hier gerne genommen. Ja, 40, weil, ja, weil man halt kann. Ne? Das ist natürlich bei Zweihandwaffen super. Die haben Barbaren haben normalerweise eine Attacke. Heißt, aus der ersten Reihe kommt eine Attacke, eine zweite Unterstützungsattacke und aus der dritten Reihe noch, das heißt, je nachdem, wie man steht, bis zu 30 Attacken. Eher unwahrscheinlich, dass ein Gegner die volle Front ausfüllt, aber trotzdem, da ist ordentlich Wumms dahinter und zum Schutz sind die ganzen auch noch mit dem Mal des Zench ausgezeichnet. Das ist auch der Grund, wieso die hier so schöne blaue Umhänge haben, weil sie sich Zench verschrieben haben, dem Gott des Wandels, der Verwirrung, der Magie und entsprechend mit blauer Farbe, das ist so die Dämonenfarbe von Zench, habe ich die auch gemalt. Ansonsten habe ich sehr viel mit Grautönen gearbeitet, das war auch so gewollt, das gehört zu der Armee, also eigentlich nur an den Kleidung Grautönen. Ihr seht hier so ein etwas dunkles Grau am Hauptwams, dann in dem Rock ein helleres Grau und ein sehr dunkles Grau, sogar das Corvus Black, also das leicht hellere Schwarz an der Hose. Teilweise die Felle grau gemacht, teilweise habe ich sie auch blau gemacht, je nachdem, ob das eigentlich mal ein Hauptfell war oder nochmal so Verzierungsfell. Ja, und dann viele verschiedene Zweihandwaffen hier ausgestattet. Von der Bemalung eigentlich relativ simpel, es sind einfach nur verdammt viele. 40 sind einfach viele. Jetzt könnte man sagen, 50 sind noch mehr und ich habe auch 50er Horden schon gemeint. Ja, 50 sind noch mehr, aber 40 Barbaren sind verdammt viele. Worauf habe ich hier geachtet? Den Umhang habe ich mit so einem sehr schönen strahlenden Blau gemacht, dem Arryman Blue. Habe dann aber auch mit Shades gearbeitet, Coelia Green Shade, der eigentlich mehr so türkis ist. Der habe ich auch sogar bei mir im Regal bei den Blautönen einsortiert, weil er eher bläulich wirkt als grünlich, obwohl er Green Shade heißt. Naja, ist halt so. Und dann habe ich aber unten am Umhang noch mit Silvernet Bark, das ist ein brauner, hellbrauner Trockenbürstton, so ein bisschen Abrieb, Matsch, einfach so ein bisschen alles abgetragen. Dort, wo ich Felle gefärbt habe, also die haben wahrscheinlich ihre Felle gefärbt, wo ich sie bunt gemalt habe, bin ich nochmal mit einem grauen Trockenbürstton, dem Dawnstone, drüber gegangen. Also da habe ich einfach ein bisschen was verwaschen, damit es nicht zu strahlend wirkt, auch wenn man ganz klar erkennt, dass sie hier ihrem Gott farblich huldigen wollen. Das wird auch das, sage ich mal, so ein bisschen die Idee der Bemalung der Armee sein. Das wird eine gemischte Dämonenarmee, also keine reine Zench-Armee, sondern alles Mögliche werden wir in dieser Armee wiederfinden. Was da konstant ist, ist, dass die Grautöne, die ich verwenden will, die metallenen Töne, also ich habe hier zum Beispiel kein Gold, kein Kupfer verwendet, sondern wirklich nur blankes, klassisches Metall, auch bei dieser Standarte hier mit dem Iron Warriors außen und so einem helleren Metall innen, das ist Ironbreaker, genau. Also insofern Grau, Metalltöne, aber dann natürlich die Highlights, also in dem Fall habe ich jetzt den Umhang genommen als Highlight in der Farbe der jeweiligen Gottheit. Also wir werden dann noch durchaus noch ein paar andere farbliche Highlights im Laufe der nächsten Wochen sehen, was diese Armee angeht. Ja, verschiedene Haarfarben habe ich gemalt. Blond, ein bisschen orange, braun, schwarz, hier grau vom Soldatenträger, war alles dabei. Der Champion hier schön mit einem großen Schwert und einer großen Axt. Musiker mit so einer Trommel, Soldatenträger mit diesem Symbol, auch eine große Axt in der Hand. Also das ist einfach eine ganz schöne Zusammenstellung, macht auch in der Gesamtheit sehr viel aus und ja, muss ich jetzt auch echt sagen, wieder viel zu bemalen gewesen, aber das Ergebnis ist einfach cool und das freut mich sehr und deswegen kann ich sagen, 40 Chaos-Barbaren mit einem vollen Kommando sind fertig.
Hier sehen wir nochmal die Farben und wie gesagt, es sind gar nicht so viele Farben. Also hier hatte ich noch verschiedene Ledertöne, 4 Stück, 2 Holztöne, ein paar Metalltöne, Grautöne. Also jetzt mal im Vergleich zu anderen Figuren, die ich so bemale, relativ moderat an Farben. Teilweise habe ich mir Farben zum Beispiel rausgenommen, für den Champion hatte ich mir sowas rausgenommen, das habe ich gar nicht gebraucht, das habe ich gar nicht benutzt. Und das hier sind nur so viele Farben, weil es die Haarfarben sind. Wenn die jetzt irgendwie alle Helme gehabt hätte, wäre es noch weniger gewesen. Also eigentlich relativ simple Figuren und in der Masse aber schön. Ja, das war es auf der Bemalfront für 2 Wochen. Aber nicht schlecht. Ich habe noch was zusammengebaut, das ich euch auch noch zeigen wollte. Und weil ich sowieso gerade hier Zench-Barbaren hatte, bleiben wir gleich bei Zench. Das hier spiele ich als Kriegsschrein des Zench mit einem Meisterhexer drauf. Das Modell ist so ein Tentakelthron, das heißt hier unten Tentakel mit so einem Mund, der sich auf seiner Zunge abstützt und dann darauf sozusagen so ein Thron gebaut, der nach oben immer imposanter wird, mit Stacheln überall und ganz oben steht eben der Zench-Hexer drauf. Deswegen als Kriegsschrein kann man den super spielen. Ist natürlich keine Original Games Workshop Figur. Und zwar ist das von Hordes. Gucken, so passt es. Der Legion of Everblight, der Throne of Everblight. Und hier sieht man das natürlich auch ein bisschen bemalt. Das sind einfach coole Figuren, wo man jetzt, wenn man das sieht, nicht direkt über Warhammer nachdenken. Und je nachdem, wie ihr drauf seid, kann man sich sogar überlegen, muss ich jetzt nochmal ein anderes System anfangen? Das ist aber immer schwierig, weil dann brauche ich eine ganz neue Armee. Und man kann viele Figuren, die Fantasy sind, die mittelalterlich sind, etc., die ihr einfach cool findet, bei Warhammer integrieren, weil eigentlich so viele Völker irgendwas schon bieten. Ja? Es gibt so ein paar Ausnahmen, das ist echt schwierig, aber man kann ja auch, sag ich mal, ein bisschen großzügiger sein. Und teilweise gibt es ja so Regelrepositories für irgendwie Alternativen. Also insofern, das kann man wirklich wunderbar als Kriegsschrein des Zench benutzen. Eine wunderschöne Figur, über die ich mich dann sehr freue, die zu malen. Ich habe sie auch extra nicht auf die große Rundbasis gestellt, auf der sie gekommen ist, sondern auf eine klassische Streitwagenbasis. Damit bin ich auch regelkonform. Die Tentakel hängen hier so ein bisschen drüber, aber das ist mir egal. Was mir dort passiert ist, als ich die grundiert habe, ihr seht ja hier schon irgendwie schön schwarz grundiert, und ich die rumtragen wollte, ist mir immer umgekippt zu einer Seite. Und irgendwie ein, zwei hier seht ihr auch schon leicht die Grundierung weg. Die Stacheln hier sind auch immer nochmal abgebrochen, muss ich nochmal dran kleben mit Sekundenkleber. Also nicht so schön. Und ja, dann musste man sie eben stützen hier mit Green Stuff auf den Seiten und hier auch. Und auf einmal steht der wie eine 1. Ist immer noch, würde ich mal sagen, tendenziell anfällig, mal umzukippen. Also den würde ich zum Beispiel, wenn ich ihn irgendwie auf dem Tablett oder durch die Gegend trage, auch lieber auf die Seite legen, weil er einfach einen sehr hohen Schwerpunkt hat. Also da müsst ihr echt auch aufpassen. Mir sind auch dumme Dinge schon passiert. Hier passt jetzt wirklich auf, nachdem der schon irgendwie alle Stacheln mal kurz verloren hat, die ich dann wieder reingeklebt habe, habe ich ihn stabilisiert, aber werde auch einfach darauf achten, dass er mir nicht umfällt. Ja, wird die nächsten Wochen auch noch drankommen. Jetzt freue ich mich erstmal mit meinem Barbaren. Nächste Woche geht es mit Dämonen weiter. Also bleibt chaotisch. Ich hoffe, ihr bleibt dann auch dran. Ich hoffe, ihr genießt einfach schön die Adventszeit. Und ja, dann schaltet ihr auch das nächste Mal wieder ein. Lasst gerne ein Like da. Bis dann. Ciao, euer JD.